Herzlich willkommen zu Quellwerk heute. Gib Freundlichkeit weiter, so heißt der Gedanke. Freundlichkeit weitergeben, natürlich ist das unser Ziel. Natürlich schreiben wir das auf unsere Agenda. Und manchmal kriegen wir das auch gut hin. Aber oft erleben wir uns, wie wir muffelig und unfreundlich sind, wie wir so mit uns selber beschäftigt sind, dass dieser Gedanke, hey, für andere eine echte Ermutigung zu sein, völlig verloren geht. Und in Epheser 4, Vers 23 gibt uns die Bibel ein gutes Gebet. Dort heißt es, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Freundlich zu sein bedeutet, wie Jesus zu sein. Freundlichkeit ist etwas wie den anderen ermutigen, den anderen Stärke geben, dem anderen klar zu machen, wow, ich glaube an dich. Und das ist, was Jesus gemacht hat. Dazu können wir freundliche Worte gebrauchen. Dazu reicht manchmal ein ermutigender Klaps auf den Rücken. Manchmal einfach, indem wir Leute in den Arm nehmen oder ihnen sagen, was wir an ihnen gerade großartig finden. Und in dem Augenblick, wo wir Menschen mit dieser Liebe berühren, ob durch Worte oder Taten, geben wir Freundlichkeit weiter. Und im Alltag genieße ich das. Ja, ich genieße das, dass wir freundlich sein dürfen. Das ist eine Frucht, die der Heilige Geist in uns wirkt. Güte und dann Freundlichkeit. Im Zusammenspiel mit Gott kommt das Stück für Stück aus uns heraus. In 1. Korinther 13 wird gesagt, die Liebe ist freundlich. So, Jesus in dir ist freundlich und möchte Menschen ermutigen und trösten und ihnen Gutes sagen. Und ich glaube, dass wir das lernen dürfen. Erich Fromm hat das mal so formuliert, ich mag diesen Satz. Er hat gesagt, Freundlichkeit ist die Liebesfähigkeit zu anderen. Wenn wir andere wirklich gut behandeln, merken wir, da setzt sich Freundlichkeit frei. Und das zu geben, hey, das verändert im Leben der Menschen so unglaublich viel. So bete, dass du ein Freundlichkeitsgeber wirst. Ich habe das erlebt, eine junge Frau, sie saß an der Kasse und sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey Pastor, ich würde so gerne irgendwem was von Jesus weitergeben, aber wie soll ich das machen? Und mein erster Impuls war, sei freundlich. Und tatsächlich, sie fing an, immer wenn sie Leute auf sich zukommen sah, die in irgendeiner Weise bedrückt aussahen, versuchte sie irgendwie einen netten Satz, ein freundliches Wort zu sagen. Das führte nach einigen Wochen dazu, dass auf ihrer Kasse immer eine Riesenschlange stand. Und ihre Abteilungsleiterin ging irgendwann zu den Leuten und sagte, sehen Sie nicht, dass die Kasse 2 und 3 auch geöffnet ist? Und die Leute sagten, nein, nein, wir wollen hier an dieser Reihe stehen bleiben. Und die Frau war verwirrt und sagte, warum wollen Sie das machen, so viel Zeit vertrödeln? Und die Leute sagten zu ihr, weil wenn wir bei dieser Kassiererin sind, die hat immer ein freundliches Wort für uns. Und sie erzählte das als ein Zeugnis und ich dachte, wow, wäre das nicht großartig, wenn du heute für jemand so eine Ermutigung wärst, so eine Hinweistafel für die Liebe Gottes? Ich möchte dich ermutigen, bete das und sag, Gott, lass mich freundlich sein, lass diesen Wesenszug in mir Gestalt gewinnen. Sei gesegnet.